So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Singularity. Wir haben einen Sniper, einen Gefährten und... Oh, Devlin, wie höflich. Oho. Und eine Operationsbasis. Hier sind ein bisschen Munitionssachen. Waffenupgrade. Sie haben eine seltene Technologie gefunden. Yeah. Ja, das ist richtig geil. So, hier können wir uns unsere Muni alles selber aussuchen. Und das heißt natürlich auch eine weitere Sache. Jetzt kommt es zum Kampf. So, erstmal will ich zum Waffenschrank. Können Ihre Waffen verbessern und auswechseln. Genau. So, also entweder wir rüsten jetzt Waffen aus oder verbessern. Wir haben vier Waffen zur Auswahl. Aktuell. So, ich würde sagen, die Valkyrie ist ganz gut. Die verbessern wir doch glatt. Schnelles Nachladen, hoher Schaden. Mama, hohen Schaden. Funktioniert auf dieser verdammten Insel denn gar nichts? Natürlich nicht. Dieser Ort ist seit fast 50 Jahren verlassen. Das sollte er wenigstens sein. Wer zum Teufel ist das? Okay, irgendjemand hat sich da gerade gemeldet, aber das war keiner von uns. Oh, das sind auch nicht unsere Leute. So. Bam! Okay, die Fässer sind explosiv. Lade nach. Können wir den Heli abknallen? Au! Können wir den... Scheiße, Mann! Bam! Habe ich... Nein, ich habe seinen Fuß erwischt. Verdammt. So, nachladen, nachladen, nachladen. Ist da noch einer? Oder sind noch zwei? Zack. Scheiße, Mann. Ich sag ja, ich bin richtig scheiße in Shootern. Bisschen Muni nachladen. Zack. Zack. Irgendwas abknallen. Einfach draufballern. Shit. Habe ich den erwischt? Nein. War da gerade eine Granate? Mann, was wollen die Leute von uns? Wollen wir zu den Amerikanern gehören? Bam. Bam. Ach scheiße, da kommen noch mehr. Fuck, Mann. Wir haben den östlichen Punkt eingenommen. Bam. Ah, es ist echt traurig, dass 30 Leute gegen 2 nichts machen können. Ah, Granaten wären jetzt cool. Eins. Boom. Keine Muni, keine Muni, keine Muni. Was? Zurückziehen? Alles klar, Mann. Au, du Drecksack. Oh, Gesundheit, 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 nochmal Gesundheit. Ich muss weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Hui. Scheiße, ich wollte gerade noch eine coole Waffe mitnehmen. Oh! Ah, der wurde auch erwischt. Ach, Kacke. Captain Renko. Sie sind doch Captain Renko, nicht wahr? Schauen Sie nicht so überrascht. Ihr Name steht auf Ihrer Uniform. Amerikas bezaubernder Hang zu Individualität. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Name, Rang und Dienstnummer. Das ist alles, was du von uns bekommst, Ivan. Lies das Handbuch der Genfer Konvention. Ivan. Diese kleine Unannehmlichkeit habe ich schon vor Jahren abgeschafft. Oh, hey. Sehen Sie? Wir sind Offiziere des US-Militärs. Ich will mit jemandem aus unserer Botschaft sprechen. Ich denke, das wird aus einer Reihe von Gründen nicht möglich sein. Unsere Botschaft! Sofort! Nein, unser Kumpel! Schon besser. Wie du Arsch! Wir 50 Jahren keinen Tag gealtert sind. Es gibt nur eine Erklärung. Das ZMG. Wo ist es? Was?
Hä? Hey, kann ich umbringen? Hey, hey, befrei mich, Kumpel! Befrei du mich! Ich hätte wegrennen sollen, ne? Ja. Das ZMG, wo ist es? Was schießt denn hier jetzt gleich? So. Katrin, danke Katrin. Ja, Türen. Oh, ja, Türen sind toll. La 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 la. Oh, sie schießen. Oh, dass wir da entkommen. Hey, einmal im Kreis laufen, schön. Ah, ein Päckchen. Auch. Oh, fuck, Mann. Wie viele Leute schießen denn da? Ich würde jetzt am liebsten erdrosseln. Aber irgendwie sind mir quasi die Hände gebunden, ne? Oh. So, la, einfach rennen. Ja, schieß mich an, komm. Schnell, die Treppe runter. Die Treppe runter. Oh Gott. Das war gerade knapp. Katrin, hey, hey. Mein Gott, Sie sind hier. Genau wie mir 12 sagte. Dankeschön. Sie müssen eine Menge Fragen haben, aber wir haben nicht viel Zeit. Schnell, da lang. Zykabliert. Ich wollte jetzt eigentlich... Mann, die haben meinen Kumpel erschossen. Du bist nicht von uns, oder? Ich heiße Catherine. Ich gehöre zu einer Organisation, die man Mir 12 nennt. Oh, okay. Wir sind Mir 12. Unsere Mission ist es, die Wahrheit zu offenbaren, die vor der gesamten Welt verborgen wird. In den 1950ern wurde auf der Insel Katorga 12 eine militärische Forschungsstation erbaut. Bis zum heutigen Tag leugnet die Regierung ihre Existenz. Das ist eine Lüge. Laut streng geheimen Dokumenten, die wir entdeckten, diente die Basis zu Forschungen mit dem Mineral E99. Das E99-Forschungsprogramm wurde von zwei Männern geleitet. Dr. Viktor Barisov, ein führender Forscher im Bereich Quantenphysik. Er hat das Ergebnis seiner Arbeit nicht mehr erlebt. Berichten zufolge starb er bei einem nicht geklärten Laborunfall. Dieser Mann übernahm die Leitung des Programms nach Barisovs Tod. Er führte Russland in einen Krieg um die Weltherrschaft. Einen Krieg, der mit auf Katorga 12 entwickelten Superwaffen gewonnen wurde. Heute kennen wir ihn als Kanzler Nikolai Demitschew, den Führer der Weltregierung. Die Ereignisse um Demitschews Aufstieg zur Macht bleiben mysteriös. Unsere Organisation ist im Besitz von Aufzeichnungen, laut denen Demitschew ein Betrüger ist. Sie werfen viele Fragen über Katorga 12 auf. Was ist dort geschehen, dass Kanzler Demitschew an die Macht brachte? Was kann so viel Zerstörung verursacht haben und so viele Leben gekostet? Alles deutet auf diese Struktur auf Katorga 12 hin. Die Singularität. Was ist die Singularität? Den Aufzeichnungen nach wird uns ein Mann zu den Antworten führen. Sein Name ist Captain Nathaniel Renko. Unsere Mission ist es, Captain Renko zu finden und ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Wir sind Mir 12. Wir offenbaren die Wahrheit. Ich fühle mich wie bei Anonymous. Ein führender Wissenschaftler am Singularitätsprojekt hat eine Geheimkammer gebaut. Sie müssen sie finden. Gehen Sie da durch. Gut, hier, alles... Zwei-Wege-Kommunikator mit GPS. Gehen Sie! Alles klar. Gut, tschüss. Danke für alles. Scheiße, wir brauchen wieder gute Waffen. Was? Ist das Wasser? Oh, tatsächlich. Ja, es gibt nämlich auch ein Tauchelement in dem Spiel. Hey, ich mag's zu tauchen. Aber wir können auch schnell schwimmen. Hui, hui, hui. Ich brauch Luft. Aha. Oh, jetzt sind wir wieder im Horrorelement. Oh nein. Was ist das denn? Ein Gorilla-Schimpanse oder was? Scheiße. Und er ist weg. Ja, wie viele Leute wurden hier gehängt? Scheiße. Den Mülleimer können wir nicht aufmachen. Ja, wenn sich das Teil teleportieren kann, dann sind wir richtig am Arsch. Ich wollte es nur mal sagen. Haben wir... Ah, Erste-Hilfe-Päckchen. Stimmt, wir haben ja zwei bei dem Kampf verwendet.
Ich mach mal kurz. Doch, vielleicht Audio. Du. Hey, ein Luftakrobat. Was geht bei dir denn? Wie sieht das Vieh denn aus? Oh Gott, nochmal Waffentechnologie. Sehr schön. Und nochmal ein Waffenschrank. Oh. Die Rettung. Achtung an das gesamte Personal der Abteilung. Papier und Vorräte. Ab nächster Woche lagern und verschiffen wir Erz. Position und Bezahlung bleiben gleich. Erz wird jetzt hier gedealt. Okay. Waffenschrank. Ich hätte gerne die Schotti und die Valkyrie. Und die Valkyrie, Magazingröße, Nachladezeit. Komm, die müssen wir einfach hochbuffen. Die mag ich nämlich. Gut, gibt's jetzt den Kampf gegen den kleinen blauen Menschen? Vorsicht, die Strahlung, die Singularität freigesetzt hat, hat die Leute, die hier lebten, mutiert. Halten Sie die Augen nach ihnen offen. Toll. Nach Zombies kommen jetzt noch mutierte Zombies. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause, in mein Bett. Scheiße. Dieses Quietschen der Musik, ne? Das kann ich auch gar nicht leiden. Wo muss ich denn lang? Bisschen Technologie. Ah, hier wahrscheinlich, oder? Ah! Sie sind hinter uns! Ha! Wow! Hier? Nein, die sind da doch nicht. Okay, wir sollten vielleicht auch laufen. Okay. So ein Vieh. Die sind mir zu schnell. Okay, Muni ist voll. Was ist das denn? Der Prophet. Ich kann leider kein Russisch. Sehr, sehr schade. Hey, nochmal eine Leiche. Und ein Audiolog. Gut. Wir waren zu zwölft. Wir suchten Schutz in einem Lagerhaus in der Nähe, als die Singularität explodierte. Aber dann haben uns diese Dinger gefunden. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Wir müssen von dieser Insel runter. Aber die schlechte Nachricht ist, niemand kommt von dieser Insel runter. Sieht mir aus wie so ein Kampfraum. Ja, auf mit dieser Psychoterror-Musik, scheiße. Ich schrei einfach, schreien hilft. Und vielleicht doch die Schotti? Wenn die sich hier an mich ran teleportieren und so ein bisschen kuscheln wollen. Ich will doch nur kuscheln. Was ist das denn? Eine Leiche auf seinem Ding. Ey, einen Totenschädel hat der Typ. Sympathisch. Alkohol. Oh, ich glaube, das brauchen wir jetzt. Schachmatt. Springer schlägt Bauern, aber Läufer nimmt Königin. Tut mir leid, Pavel. Dö. Hier sind die Monster los. Oder vielleicht haben sie einfach das Interesse an uns verloren. Wir sind jetzt sicher. Pavel hat sich die Knöchel verdreht. Womöglich sogar gebrochen. Wir bleiben heute Nacht hier. Zum Glück gibt es in unserer kleinen Zuflucht ein Schachspiel. Schach und Wodka, was braucht und will man denn mehr? Okay. Hey! Blauer Mensch. Okay. Ich würde sagen, ich glaube, hier kommt da noch ein größerer Kampf. Ich gehe jetzt auch zu Wodka und Schach. Was kann ich denn hier öffnen? Ach, den spinnt noch. Wodka und Schach. Und dann sehen wir uns da im nächsten Part wieder. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.